Hallo, super, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer neuen Folge von Johnny's Kitchen, unserer kleinen, aber feinen Musik-, Talk- und Kochrunde hier im Internet bei Facebook, YouTube und natürlich bei www.johnnys-kitchen.de. Wir begrüßen heute auch unsere Zuschauer in den übrigen deutschsprachigen Ländern und darüber hinaus. Wir melden uns heute hier wieder aus meiner Musikküche, aus Johnny's Kitchen, am äußersten südlichen Stadtrand von Köln, im schönen Stadtteil Weiß. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Stadtteil kennt, das sind noch einige Kilometer hinter Rodenkirchen. Weiß ist direkt am Rhein gelegen und in unmittelbarer Nähe gibt es ein sehr schönes Naturschutzgebiet, den Weißer Bogen. Ich sage immer, Weiß befindet sich im Wurmfortsatz der Kölner Bucht. Hier kommt niemand hin, der hier nicht wirklich hin will. Es gibt hier keinerlei Durchgangsstraßen oder dergleichen. Das Ganze ist wie eine riesige Sackgasse. Und so heißt auch das Kulturfest, das hier einmal im Jahr stattfindet, Kultur in der Sackgasse. Da treten dann also viele verschiedene Musikensembles auf. Das findet meistens so im Spätsommer statt. Dieses Jahr wird es im September sein. Ich selbst bin dabei mit einem Konzert auf der schönen restaurierten Orgel in unserer Dorfkirche am 7. September abends. Wer sich dafür interessiert, kann auf meiner Homepage johannes-schenk.de weitere Informationen holen. Das Besondere an Johnny's Kitchen ist ja, dass wir Musiker filmen, und zwar nicht, wie sie Lippen bewegen oder so tun, als könnten sie Instrumente bedienen, sondern ihr seid Zeuge des Entstehungsprozesses der Musik. Wir präsentieren euch die Musik hier in meiner Küche sozusagen ungefiltert. Und heute bei der Band Hallo Erde mit Martell Beigang und Tim Talent werden wir einmal eine kleine Ausnahme von dieser Regel machen. Das Schlagzeug, das ihr zu hören bekommt, das fliegen wir also aus einem Playback ein und der Rest ist aber live gespielt. So, jetzt warte ich eigentlich auf Martell und Tim Talent und eigentlich, guck mal auf die Uhr, eigentlich müssten die jetzt langsam kommen. Hey, da seid ihr ja schon. Super. Komm rein. Tim! Super, dich zu sehen. Wie ist es? Gut? Alles klar? Gerne. Lange nicht gesehen. Alles klar? Super. Ja, fein. Komm, dann lass uns mal reingehen. Na, na, na. So, der Zauberstab, der kann das Holz hinterher überhaupt nicht zerquirlen. Also die Schale ist zwar wertvoll für die Spargelsuppe, aber die kochen wir nur aus. Auch die Spargelabschnitte. Aber die werden ja gar nicht rund, Johannes. Die sind ja eckig jetzt. Die sind eckig und wenn wir sie hinterher mit dem Zauberstab pürieren in der Suppe, dann sind sie sogar irgendwo auf einer molekularen Ebene. Dann verstehe. Was denn? Man nennt das auch Molekularküche, das ist wirklich wahr. Ich bin gespannt. Mhm. Ja, dann können wir das doch jetzt eigentlich schon mal in den Topf tun, mit ein bisschen Zucker. Mit Zucker? Ja, wow. Zucker muss man auch mitkochen. Man gibt hier erstmal Vollgas. So. Und dann haut man das alles in die Flüssigkeit. Deckel drauf und jö! Nicht mehr liebst und dass unsere Zeit zu Ende ist, oder liegt es einfach nur
es noch kälter in der Stadt. Der Fluss erstarrt und es liegt kein Schiff mehr ab. Wo bleibt der Funke vor dem Frachtzeug übers Meer? Sein, dass du mich nicht mehr liebst und dass unsere Zeit zu Ende ist. Oder liegt es einfach nur an der Kälte? Mit mir ist der Spott in deinen Augen. Liegt es nur an der Kälte? Kann es sein, dass das in deinem Blick liegt es nur an der Kälte? Und lass ich am Ende weg von dir und mehr frei. Liegt es nur an der Kälte? Liegt es nur an der Kälte? Liegt es nur an der Kälte? So, und wie geht's jetzt weiter mit unserem Spargelsüppchen? Ich habe in der Zwischenzeit die Spargelenden und die Spargelschalen gekocht und ich habe ein bisschen leckere gekörnte Brühe dazugegeben. Und ganz zum Schluss gebe ich die Spargelköpfe nochmal mit rein. Die werden nochmal 5 Minuten gekocht und dann ist unser Spargelsüppchen fertig. Für die Spargelcremesuppe einen schönen Weißburgunder mitgebracht. Und zwar ist der von einem Freund von uns, den haben wir kennengelernt nach einer unserer ersten Proben auf dem Weinmarkt. Ja, den Philipp Mauer und das Weingut heißt Weinel. Sieht toll aus. So, die Suppe ist fertig. Mattel, möchtest du ein bisschen Suppe haben? Ja, da komm noch mal vorbei. Hast du die Spitzen da noch implantiert? Die Spitzen habe ich ganz zum Schluss reingetan. Ziehen wir. Noch gerne mit weg. Ja. Schau mal. Ich höre schon. Cool. Guten. Ja, einen Appetit. Wow, das ist echt sehr, sehr lecker. Hammer. Regisseur Greg beginnt mit dem Countdown. 3, 2, 1 und bitte. Ben startet den Kassettenrekorder. Dann knipst er den Globus auf seinem Schreibtisch an. Mit einer gekonnten Handbewegung versetzt er ihn in Drehung und schaut in die Kamera. Liebes Publikum in den unendlichen Weiten des weltweiten Netzes, liebe Zuschauer in euren LCD-Bildschirmen, herzlich willkommen bei Tine TV. Ben nimmt das Foto, was vor ihm auf dem Schreibtisch steht, in die Hand. Jenes Foto, das eine zierliche, hübsche Frau mit blonden, langen Haaren zeigt und welches bislang noch niemand aus dem Publikum gesehen hat. Tine, du wolltest doch immer die Welt sehen. Heute reisen wir nach Schweden. Der Projektor wirft ein Dia an die Wand, das den Zuschauerwettbewerb der letzten Sendung gewonnen hat und das einen Pudel im Strickpulli in der Stockholmer U-Bahn zeigt. Jetzt die Kamera wieder nah auf Ben. Schweden, ein faszinierendes Land im Norden Europas, bekannt durch ein omnipräsentes Einrichtungshaus, Knäckebrot und natürlich ABBA. Ben steht auf und geht ein paar Schritte nach rechts in die Küche. Kamerawirksam legt er sich seine Schürze um. Ihr wisst ja, Liebe geht durch den Magen. Mal schauen, was die schwedische Küche für uns an Leckerbissen bereithält. Wow, das klingt vielversprechend. Roher, marinierter Lachs,
Jansons Frestelse, eine Art Kartoffelauflauf und Preiselbeeren. Es kocht sich doch bedeutend leichter mit Musik. Wenn ich an Schweden denke, denke ich an The Cardigans, Roxette, The Hives. Währenddessen wühlt er in einem Stapel alter LPs und entscheidet sich schließlich für eine Platte mit lila, schwarz gestreiftem Cover. Hey, ihr da draußen, habt ihr schon mal was von Ebba Grön gehört? Nein, ich auch nicht. Wavige 80er-Jahre-Musik mit rotzigem schwedischem Gesang erklingt und Ben tanzt durch die Küche. Mit seinem schärfsten Messer, einem japanischen Tojiro, macht er ein paar Kung-Fu-Bewegungen, die nahtlos ins Zwiebelhacken übergehen. Wir sind eine Band, die eigentlich alles hat. Alles, was uns fehlt, ist Glück. Es hat nicht geklappt. Du hast dich bemüht, doch leider kein Glück gehabt. Doch es liegt nicht an dir, weil du bist gut genug und es wird funktionieren, wenn du Geduld hast. Vergiss die Vergangenheit, sieh nicht zurück, denn alles, was dir fehlt, ist Glück. Alles, was dir fehlt, ist Glück. Alles, was dir fehlt, ist Glück. Nur Glück, nur Glück. Es hat nicht geklappt. Doch viel wichtiger ist, du hast es gewagt. Es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln, dass es einen Weg gibt und du kannst es schaffen. Egal was vorher war, mach dich nicht verrückt, denn alles, was dir fehlt, ist Glück. Alles, was dir fehlt, ist Glück. Alles, was dir fehlt, ist Glück. Nur Glück, nur Glück. Alles, was dir fehlt, ist Glück. Doch irgendwann kommt das Glück. Irgendwann kommt es und es klingt in etwa so. Alles, was dir fehlt, ist. 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 Alles, was dir fehlt, ist Glück. Alles, was dir fehlt, ist Glück. Alles, was dir fehlt, ist Glück. Nur Glück, nur Glück. Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah. Hey Martell, super, dass du da bist. Ich habe dich ja eigentlich hauptsächlich als Schlagzeuger kennengelernt. Und jetzt bist du heute hier als Autor und Sänger. Wie kommt's? Was hat dazu beigetragen, dass du diesen Wandel gemacht hast? Ich habe eigentlich immer schon neben meiner Tätigkeit als Schlagzeuger Songs komponiert und bin dann irgendwann über Songschreiben auch an die Prosa gekommen, weil ich für mein Leben gerne lese. Und genauso wie ich Musik mache und überlege, wie machen die anderen das, habe ich dann beim Lesen angefangen, analytisch zu lesen. Und da wuchs in mir der Wunsch,
Buch zu schreiben. Und da habe ich dann 2004 mit angefangen, auf Tour, als mir langweilig war. Dachte ich, das war eine gute Gelegenheit, nicht mehr im Bus rumsitzen, DVDs glotzen, sondern mal was Sinnvolles machen. Und da habe ich dann angefangen zu schreiben. Den Roman über Ben und die Band Servo Kings. Genau. Die Servo Kings. Wie hieß der Roman nochmal? Unverarschbar. Unverarschbar, genau. Was für ein schöner Titel. Ich habe beide Romane gelesen. Mhm. Also im ersten Roman entführt Ben aus Versehen einen Schlagerstar. Und im zweiten Roman erfindet Ben eine Internet-Kochshow, um seine Freundin, die irgendwo in der Welt ist und er weiß nicht, wo sie ist, damit zu erreichen mit einer dieser Kochsendungen, um sie wieder zurück nach Quadrat Ichendorf zu kriegen? Also er probiert, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Er weiß nicht, wo sie ist auf der Welt und deswegen denkt er sich, okay, er wirft jetzt einfach ins ewige Datenmeer eine Flaschenpost und das ist halt seine Sendung, die halt unter Beweis stellt, dass er nicht mehr der Nerd ist von früher, sondern dass er sich entwickelt hat, dass er Interessen entwickelt hat, dass er verreisen möchte, dass er gut kochen kann. Und so eine charmante Sendung stellt er dann ins Netz, die dann überraschend immer weitere Kreise zieht, bis das Fernsehen einsteigt. Also die wird richtig fett, die Sendung. Und dadurch kriegt seine Freundin auch am Ende Wind davon, dass er halt wieder mit ihr zusammenkommen möchte. Johannes, hast du Lust, ein Stück mitzuspielen? Hey, klar, welches denn? Gegenlicht. Gegenlicht? Ja. Ich glaube, das kenne ich, da spiele ich mit. Wenn das Licht im Meer versinkt, Kilometer ist. Du bist.
du bist. Dankeschön. Also ich werde zu meinen Rouladen orangefarbenen Spargel reichen. Das ist eine ganz besondere Variante. Ich finde eh, also jetzt hier Möhren irgendwie fettig kaufen, das geht gar nicht. Also da, das geht so schnell, dass man die hier schält. Jetzt geht es ums Kartoffelstampfen. Kartoffelstampfen. Eine Tätigkeit, die ich sehr gerne vornehme. Was gefällt dir so daran? Ja, also man macht eigentlich was Destruktives, aber es kommt was total Leckeres dabei raus. Am Ende. Nämlich Kartoffelstampf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind hier in Johnny's Kitchen, der besten Kochshow on air. Kartoffelstampf. Weil ich sind deine bevorzugte Kartoffelmarke. Da habe ich nichts Besonderes. Also, ich glaube, ich habe mal gelesen, dass man für solche Speisen eigentlich mehlige Kartoffeln nehmen soll, damit die eben sich auch schön matschen lassen. Aber ich habe jetzt einfach irgendeine genommen. Ich glaube, die ist sogar bio, damit ich hier meinen Gästen auch was Schönes bieten kann. Ne? Oh, geil. Ich glaube, das wird nett. Ich würde einfach mal interessieren, wie ist es dazu gekommen, dass du diese Band Hallo Erde gegründet hast, mit der du heute hier auftrittst? Das war eigentlich so, dass der Tim sich bei mir gemeldet hat. Warum? Das ist ganz normal. Also ich habe einfach eine Band gehabt und war immer eigentlich der Frontmann in der Band und habe die Songs geschrieben. Und deswegen hatte ich die Überlegung, vielleicht so ein bisschen, wie es bei Lennon McCartney war, bei Beatles, mir noch jemand zu suchen. Wer ist Lennon und wer ist McCartney bei uns? McCartney. Oh, gefährliche Frage. McLennon? Du bist McCartney, ich befürchte auch. ja, und dann habe ich überlegt, wen kenne ich so, und da habe ich mich erinnert, ich hatte ihn mal im MTC gesehen, mit Eisen, und fand das cool, und dann habe ich ihn angemeldet. Genau. Yes. MTC ist ein Club auf der Zülpicher Straße, so ein Rock'n'Roll Keller, kann man eigentlich sagen. Kommt übrigens auch im ersten Roman vor. Genau. Mit dem schönen Rock'n'Roll-Parfum nach Klostein und verschüttetem Bier. Genau, so riecht's dann nämlich. Genau. Und irgendwie gehört das zum Rock'n'Roll ein bisschen dazu. Irgendwie schon. Du hast ein drittes Buch in Vorbereitung. Steht schon fest, wann das rauskommt? Im nächsten Frühjahr ist es soweit. Und wie wird das heißen? Darf man so viel das schon verraten? Das darf ich noch nicht verraten. Darfst du noch nicht verraten? Genau. Aber wir dürfen verraten, dass wir sowas wie ein Quiz vorbereitet haben. Genau. Und zwar, die Preisfrage ist, glaube ich, wie heißt die CD, bei der Mattel als Schlagzeuger doppelt Platin abgeräumt hat? Ist das richtig? Wer das weiß und sich im Gästebuch von Johnny's Kitchen einträgt, der kriegt eine CD von uns. Die neue Hallo Erde, viel Lärm um dich. Super. Abgemacht? Abgemacht. Coole Sache. Super. Fein. So, dann setzen wir jetzt das tolle Essen fort und essen ein paar leckere Rouladen. Guten Appetit, oder? Ja. Hey, super. Guten Appetit. Guten Appetit. Das ist das ganze Bild. Genau. Das ist das Bild. Köstlich. Wow, yeah. Rouladen. Gürtel sind eigentlich auch drin. Kann ich zeigen. Hier.
Hier. Hier ganz deutlich zwei kleine Gurkenstückchen. Wir haben einmal hier das linke und hier haben wir das rechte. Ben blättert in einem Kochbuch. Wow, das klingt lecker. Habt ihr Lust auf gegrillten Tintenfisch mit einer Schatini aus Papaya mit frischem Chili und Ingwer? Also wenn ihr mich fragt, ich schon. Mit diesen Worten geht er rüber in die Küche. Das Licht wechselt und es erklingt Sega-Musik aus dem Off. So, Kinders, jetzt trinken wir erstmal einen Schluck Kalu. Auf euch. Ben prostet der Kamera zu und probiert. Schmeckt interessant. Ist doch immer wieder schön, über einen Geschmack zu stolpern, den man nicht kennt. Ben holt einige Zutaten aus dem Kühlschrank, schält die Papaya und stellt die wichtigsten kreolischen Gewürze vor sich auf die Arbeitsplatte. Zufrieden lächelt er in die Kamera und wippt mit dem Kopf im Takt der Musik. Als er gerade anhebt, das Rezept näher zu erläutern, wird er vom Produktionsleiter unterbrochen. Sorry Ben, wir müssen die nächste Werbung einschieben. Ben ist perplex. Er wendet sich an Greg. Jetzt mal ehrlich, so kriegt man auch jede Sendung kaputt. Wie soll ich denn da aus dem Puschen kommen? Das ist ja hier schlimmer als beim American Football. Greg beugt sich zu ihm rüber und flüstert. Da hast du vollkommen recht, aber die neue Matrix habe ich heute Morgen erst bekommen. Auf der Terrasse kühlt ein Windzug Bens erhitztes Gesicht. Am meisten ärgert er sich darüber, dass er sich schon wieder ärgert, denn eigentlich beginnt ihm seine Arbeit langsam richtig Spaß zu machen, wenn da nicht diese nervige Produktionsfirma wäre. Außerdem fragt er sich mal wieder, ob Tine seine Sendung jemals sehen wird. Wer weiß, wo sie gerade steckt. Vielleicht gibt es dort ja nicht mal einen Fernseher. Aber auch wenn es so wäre, wäre Ben jetzt nirgendwo lieber als dort. Gib mir einen Beat, gib mir eine Gitarre. Tausendmal gefährlicher als jede Knarre. Gib mir ein Riff, ein besonderes Wort. Beam mich von mir weg in einen anderen Ort. Wenn Mädchen tanzen, haben wir es geschafft. Wenn Mädchen tanzen, mit Romantik klar. Wenn Mädchen tanzen, haben wir es geschafft. Wenn Mädchen tanzen, mit Romantik klar. Gib mir fetten Bass und eine Melodie. Gib mir einen Klang, bei dem etwas geschieht. Gib mir einen Sound, der alle erregt. Ein Song, der die ganze Welt bewegt. Wenn Mädchen tanzen, haben wir es geschafft. Wenn Mädchen tanzen, mit Romantik klar. Wenn Mädchen tanzen, haben wir es geschafft. Wenn Mädchen tanzen, mit Romantik klar. Wenn Mädchen tanzen, 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 haben wir es geschafft. Wenn Mädchen tanzen, mit Romantik klar. Wenn Mädchen tanzen, haben wir es geschafft. Wenn Mädchen tanzen, mit Romantik klar. Wenn Mädchen tanzen, da 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 da. Geschafft, damit ihr tanzt mit Romantik.
Warte. Der kommt, überhaupt nicht hier. Warte, was bleibt der denn? Läuft, bitte. Mach nochmal so ein bisschen hektisch hintereinander. So, Suppe ist fertig. Jo. Ah, gerne. Komm nochmal vorbei. Die Spitzen noch. Oh, 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 auf die Hose. Mist. Auf die Hose. Oh Mann, oh Mann. So. Machen wir nochmal. Gehen wir nochmal von vorne. Vielleicht kannst du eine zweite Stimme nochmal. Ironie, du machst alles kaputt. Begreifst es unter falscher Worte schon. Ironie, du machst alles kaputt. Begreifst es unter falscher Worte schon. Genau. Er wird richtig abgepanzert zwischendurch. Geil. Ja, super, dann machen wir das.